Mein Mann hat mir es gestern noch gesagt, wo wir unterwegs waren, als ich mit ihr gesprochen hatte, wo sie so skeptisch war, ob sie jetzt zu mir kommt oder nicht, ob sie investiert oder nicht, weil sie vorher schon bei vielen Trainern und Coaches war und das hat nicht so gefruchtet, wie sie das wollte. Genau, in Karlsruhe waren wir unterwegs. Und sie jetzt nach so kurzer Zeit, nach 2 Monaten, solche Quantensprünge in ihrem Leben gemacht hat. Hallo, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir aus Wien. Meine Liebe, einen wunderschönen guten Morgen heute zum letzten Tag der Seelenfreude-Challenge. Ich möchte was mit dir teilen, muss mal meine Brille ausziehen. Ich möchte was mit dir teilen. Wir sind hier gerade in einem wunderschönen Hotel. Und wenn du den Livestream von gestern gesehen hast, dann hast du vielleicht mitbekommen, ja, dass ich vielleicht ein bisschen, ja, ich habe es erwähnt, ich bin noch nicht ganz da. Es gab da so ein paar Begebenheiten, die ich jetzt auch so ein bisschen zum Thema machen möchte für dich, zu deiner Inspiration. Wenn wir so unterwegs sind und da wir immer ja so, ja, morgens auch schon mal gerne länger schlafen und nicht ganz früh frühstücken möchten und solche Dinge. Und aber auch, weil egal wo ich bin, ich nehme immer gern so ein bisschen an dem Leben teil von den Menschen, da wo ich gerade bin. Also fühle mich gerne so ein bisschen heimisch. Und das funktioniert für uns am besten, und damit haben wir die letzten Jahre auch immer sehr gute Erfahrungen gemacht. Wenn wir in Airbnb-Wohnungen sind, fernab vom Hotelbetrieb, weil das immer so ein bisschen persönlicher ist. Und letzte Woche war ich ja auch schon hier in Wien, hatte so eine ganz schicke Wohnung in einem Wiener Szeneviertel, eine ganz charmante Wohnung, aber die war für uns einfach als Familie zu klein, war auch schon ausgebucht für das Wochenende hier. Ja, und dann habe ich natürlich geguckt. Wohnung für uns als Familie und die sah auch also total schick aus von den Bildern her. Aber als wir gestern Abend hier angekommen sind, waren wir einfach entsetzt. Ich möchte auch jetzt nicht auf Details eingehen, aber als wir in die Wohnung dann reingekommen sind, hat mein Sohn sofort ausgesprochen, was ich gedacht habe. Hier fühle ich mich nicht wohl. Ich meine, wir haben das alle gedacht und es war auch schon so, bei den Kindern habe ich insbesondere gemerkt, so die mentale Ausrichtung, okay, da müssen wir jetzt durch. Dann stand der Livestream hier ja an im Rahmen der Lebensfreude-Challenge und mein Sohn hatte ja dann gesagt, komm, ich mach mal Kameraführung, ich halte mal dein Handy, damit du nicht hier so rumwackelst wie sonst immer. Und ja, alles Weitere kennst du ja dann. Wenn du es noch nicht gesehen hast, schau es dir einfach an von gestern. Und am Rausgehen auf dem Balkon habe ich dann zu meiner Tochter gesagt, so, wir bleiben hier nicht, guck mal bitte in der Zwischenzeit, wo es hier um die Ecke ein schickes Hotel gibt und dann packen wir unsere Sachen hier wieder und checken sofort nochmal aus. So, und noch im Rausgehen, sagte sie wirklich, dann habe ich gesagt, ja, mach. Ja, du hast doch die Wohnung ja alles schon bezahlt, habe ich gesagt, macht nichts, macht nur. Das ist das eine. Und das hat etwas mit einer anderen mentalen Ausrichtung zu tun, sich nicht mehr die Dinge im Leben anzutun, wo man sich nicht mit wohlfühlt. Denn ich habe da auch noch mal kurz reingefühlt, habe mich da so umgeschaut und habe gedacht, nee, das geht gar nicht. Also für eine Nacht kann ich mich jetzt noch mit anfreunden, aber für ein paar Nächte hier in der Wohnung zu bleiben, geht gar nicht. Auch wenn ich jetzt hier die komplette Miete schon bezahlt habe. Und es liegt mir fern, mit der Vermieterin drüber zu streiten oder in Diskussion zu gehen, ihr eine Mail zu schreiben, guck mal hier, hast du diese Bilder gezeigt und Realität und Wirklichkeit klaffen wirklich Lichtjahre auseinander und da Geld zurückzufordern, das liegt mir absolut fern. Da habe ich überhaupt keine Lust zu, damit meine Zeit zu verbringen. Habe sie dann angerufen nach dem Live-Call gestern Abend hier in der Gruppe. Habe ihr gesagt, also Realität und Wirklichkeit klaffen schon etwas auseinander.
möchte aber mit Ihnen jetzt nicht darüber streiten, mit Miete zurück oder so. Ich wollte nur Bescheid geben. Wir haben jetzt sofort nochmal ausgecheckt und werden die Wohnung nicht nutzen. So, und meine Tochter, wie du hier siehst, hat auch ein ganz schickes Hotel hier noch ein paar Kilometer weiter entdeckt. Und da sind wir dann hingefahren, haben eingecheckt, gehen jetzt gleich zum Frühstücken und starten dann in den Tag. Das ist natürlich nur möglich, weil ich inzwischen nur das mache, was meinem Herzen entspricht, was meinem Seelenplan entspricht. Und damit auch in die Freude gekommen bin. Und Geld folgt immer der Freude. Und die meisten Menschen, wie ich das ja vorher auch, und es gab wirklich Phasen in meinem Leben, wo ich gedacht habe, das kriege ich jetzt nicht mehr geregelt in diesem Leben, dass ich mich finanziell befreie, dass ich wirklich Entscheidungen aus dem Herzen raustreffen kann und nicht Dinge in Kauf nehmen muss, die nicht dem entsprechen, die ich nicht wirklich will, wie jetzt gestern zum Beispiel, dass wir in dieser Wohnung hätten ausharren müssen. Okay? Und das ist auch für dich möglich. Es ist alles auch für dich möglich, wenn du wirklich deinen Seelenplan entdeckst, wenn du ihn lebst, wenn du beginnst, anders zu denken, anders zu handeln, dein Geldmindset damit einhergehend teilst. Und das sind alles Dinge, da darf ich dir ganz offen sagen, alleine habe ich das nicht hinbekommen. Ich habe mir, und das war die beste Entscheidung, ich habe mir da Hilfe von Menschen geholt, die schon dort sind, wo ich hin will oder wollte. Und das sind jetzt andere Trainer und Coaches, als ich noch vor einiger Zeit hatte. Und wenn du die Abkürzung suchst und auch dahin willst, dann hol dir auch Hilfe und schreib mir gerne eine persönliche Nachricht mit deiner E-Mail-Anschrift, mit Telefonnummer und lass uns da gerne reden, was auch für dich möglich ist, ja? So, das ist das eine. Also, wir haben die Wohnung dann gestern verlassen und sind hier jetzt in einem ganz schicken Hotel. Und dann ist noch eine zweite Geschichte geschehen. Es gab noch ein Missverständnis zwischen meiner Tochter und mir. Denn wir haben sie, als wir gestern Morgen losgefahren sind, bei ihrem Freund abgeholt. Und ich dachte, sie hat ihren Rucksack, sie hat alles dabei, alle Klamotten dabei, was sie jetzt braucht für die Tage hier in Wien. Als wir gestern hier angekommen sind, und ich kenne diese Situation nur zu gut, ich weiß ganz genau, wie es ihr gestern ging, weil mir das auch schon mal passiert ist. Wir sind an den Kofferraum gegangen und haben unsere Taschen rausgeholt. Mein Mann und ich, wir sind ja immer, ja, minimalistisch unterwegs. Ich habe nur einen Rucksack dabei, mein Sohn hat einen Koffer dabei und die Tochter hätte auch nur einen Rucksack dabei gehabt. Aber der stand zu Hause. Und ich dachte, sie hat alles mitgenommen zu ihrem Freund. Wir brauchen sie nur bei ihrem Freund abholen und ja, sind dann los. Das heißt, sie hat außer den Dingen, die sie anhatte gestern, nichts dabei. Absolut nichts. Und wir nehmen an diesem Wochenende nicht nur gemeinsam an einem Seminar teil, was natürlich mein Mamaherz total erfreut, mit den Kindern im Seminar, und das ist jetzt nicht das erste Mal, wo wir gemeinsam am Seminar teilzunehmen, wo ich ihnen außerhalb diesem Schulsystem mal ermöglichen kann, in die Persönlichkeit zu investieren. Also das sind ganz viele Dinge, die ich ja auch ihnen sage, aber nach dem Motto Prophet im eigenen Land, wenn sie es von anderen hören, nehmen die das ja viel besser auf, als wenn ich ihnen das immer erzähle. Und deshalb freut es mich so sehr, dass wir hier jetzt mit den Kindern einfach auch sind und an diesem Seminar teilnehmen können. Aber ich habe dieses Wochenende uns allen auch geschenkt, weil ich Geburtstag habe und habe für Samstag noch eine Überraschung hier in Wien. Davon weiß die Family aber noch nichts. Und genau, da braucht die Tochter ja auch Kleider. Und das wäre ja sonst noch vor ein paar Jahren die Katastrophe schlechthin gewesen. Ja? Einige Tage mit den gleichen Kleidern rumlaufen, ja, fühlt sich ja nicht wirklich gut an. Und jetzt müssen wir heute noch ein bisschen umplanen. Das heißt, heute Mittag
werde ich dann mit meiner Tochter noch hier nach Wien in die Stadt fahren und dann werden wir halt einfach mal noch kaufen gehen, noch ein paar Kleider für sie kaufen. Und das sind alles Dinge, die du dann einfach so auch, wie ich das plane, jetzt, das wollten wir da einfach mal shoppen gehen und sie neu einkleiden für die nächsten Tage. Das geht dann halt einfach mal so, ohne drüber nachzudenken, ist jetzt Geld da oder nicht, weil Geld folgt immer der Freude und nicht umgekehrt. Und ich bin früher jahrelang dem Geld hinterher gerannt und habe viele Dinge in meinem Leben gehabt, die nicht so sind, wie ich sie gerne vom Herzen wollte, bis ich mir einfach Hilfe geholt habe in dem Bereich. Und meine Liebe, das ist alles auch für dich möglich. Auch du kannst dir dein Leben, ich erzähle dir das jetzt hier überhaupt nicht, um irgendwie anzugeben oder irgendwas von unserem jetzigen Lifestyle. Ich glaube an dich, das ist alles für dich möglich, wenn du Entscheidungen triffst. Wenn du im ersten Schritt die Entscheidung triffst, ich bin es absolut leid, Dinge in meinem Leben zu machen, die nicht voll und ganz meinem Herzen entsprechen. Punkt 1. Punkt 2 ist, dass du natürlich beginnst, anders zu denken, weil mit den bisherigen Gedanken bist du ja genau dorthin gekommen, wo du jetzt bist, in diese Lebenswirklichkeit. Und Materie folgt immer dem Geist. Das heißt, mit deinen Gedanken erschaffst du dir deine Lebenswirklichkeit im Außen. Das heißt, im zweiten Schritt, du darfst anfangen, anders zu denken. Der dritte Schritt ist natürlich, mit diesem Andersdenken auch dein Geld-Mindset zu heilen. Denn Geld ist einfach nur da. Und das ist auch für dich da. Es steht nirgendwo geschrieben, dass du Geld nicht in dem Rahmen empfangen darfst auch. Und das hier ist jetzt so ein Beispiel, das ich dir genannt habe aus unserem Lifestyle. Mir geht es jetzt nicht darum, irgendwelche Klamotten oder Dinge zu kaufen, im Grunde genommen, sondern kürzlich hat auch mal gefragt, was macht man denn mit so viel Geld? Mir geht es darum, auch ein Beitrag zu sein für diese Welt und in soziale Projekte zu spenden, zu investieren, um eine heilere Welt einfach hier wieder zu erschaffen, um auch in Technologien zu investieren und solche Projekte zu unterstützen. Und das kann man einfach nur, indem man sich selbst auch auf Empfang stellt und Geld empfängt, damit man es wieder weiterfließen lassen kann. Denn in solche Dinge, was auch immer dir am Herz liegt, vielleicht an ökologischen Projekten, sozialen Projekten, was auch immer, du kannst da ja nur ein Beitrag sein, wenn du selbst in der Fülle bist. Wenn du nicht hier, so wie ich früher auch da stehst und den Schirm über dich hast und überhaupt nicht bereit bist, Geld zu empfangen. So, also das ist der dritte Punkt. Der vierte Punkt ist, du darfst dich mit dir selbst committen, auch deinen Seelenplan, deine Einzigartigkeit zu entdecken und dafür auch zu gehen. Und wenn du in einer Partnerschaft bist, wo du jetzt auch noch glaubst, der Partner zieht dann nicht mit, kann ich dir aus Erfahrung sagen, nicht nur von mir, sondern auch von vielen anderen, die ich in der Richtung schon begleitet habe, dass du zuerst gehen darfst und dich für dich mit dir selbst committen darfst, eine Entscheidung treffen darfst. Und dann kann ich dir eins sagen, dein Partner, deine Familie wird mit im Boot sein oder es wird früher oder später, ist es sowieso zum Scheitern verurteilt. Und der nächste Punkt ist, dass du dir auch da einfach bereit bist, diese Hilfe zu holen und alles Mögliche in Gang setzt, um dir diese Hilfe zu ermöglichen. Das heißt, auch bereit bist, in dich, in deine Persönlichkeit zu investieren. Weil du es dir wert sein darfst. Weil du dir auch absolut dich dem Gedanken öffnen darfst, dass das Leben hier eigentlich was ganz Besonderes für dich bereithält, nämlich deine wahre Einzigartigkeit zu entdecken, deinen Beitrag für diese Welt zu leisten, unter der Frage, unter dem Tenor, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt?
Was gab es bislang in deinem Leben an Begebenheiten, was sich bis so ein rot, wie so ein roter Faden durch dein Leben zieht, wo du einfach einzigartig bist, was für dich schon selbstverständlich ist, was aber für die Menschen da draußen nicht selbstverständlich ist, was du schon ganz toll gemeistert hast. Das ist der Beitrag, was ich mit der Frage meine, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Und zu mir hat, das war 2014 oder 15, glaube ich mal, einer meiner Mentoren gesagt, wo ich genau an dem Punkt stand, wo du jetzt stehst, mich nicht getraut habe rauszugehen, mich nicht getraut habe zu 100% auf mein Herz zu hören, mich nicht getraut habe, meine Einzigartigkeit, meine Lebensstory mir anzuschauen und mein Wissen da draußen mit den Menschen zu teilen, was bei mir einfach ist, Menschen wie dir auf den Seelenweg zu helfen, zu helfen, den Seelenplan zu entdecken und sich ihr Traumleben zu kreieren. Und das geht wirklich nur, indem du dir auch helfen lässt, so wie ich mir ja von meinen Mentoren habe helfen lassen und mir auch heute immer noch helfen lasse. Und da darfst du diejenige oder derjenige sein, der vorgeht, der unabdingbar die Entscheidung trifft, das Leben ist viel zu schade, als dass ich es weiter an mir vorbeirauschen lasse. Ich möchte mit 80, 85 auf mein Leben zurückblicken und denken, es hat zwar eine Weile gedauert, aber ich habe es noch geschafft. Ich habe die Kurve gekriegt und habe mir noch mein Leben erschaffen, so wie es meinem Herzen entspricht. Und habe noch einen Beitrag hier für andere Menschen gegeben, für diese wunderbare Welt und kann jetzt zufrieden und glücklich diesen Körper verlassen, diese Welt hier wieder verlassen, um irgendwann nochmal wiederzukommen oder wie auch immer. Ja? Und ich weiß, dass das alles auch für dich möglich ist. Auch dieses Leben ganz nach deinem Herzen, es geht nicht darum, mich nachzukopieren oder andere Menschen nachzukopieren, sondern es geht darum, deine Einzigartigkeit zu entdecken. Und ich habe ja dazu die Akademie gegründet und in den letzten Wochen ploppt das nur noch so auf von meinen wunderbaren, ich nenne sie jetzt mal Akademikerinnen und einen Akademiker habe ich ja dabei, ich meine jetzt die Teilnehmer in der Akademie, wie grandios es ist zu sehen, wie sie ihre Einzigartigkeit entdecken, wie immer mehr Lichtblicke kommen. Und am Mittwochabend, bevor wir losgereist sind, hatte ich gerade noch mit einer Akademikerin ein wunderbares Gespräch, wo auch sie ihre Einzigartigkeit entdeckt hat und jetzt weiß, wo es lang geht und ihren Seelenplan entdeckt hat. Und da kann ich mich noch sehr gut an ihre Skepsis erinnern. Das ist 2 Monate ungefähr her. Wir waren damals unterwegs. Mein Mann hat mir es gestern noch gesagt, wo wir unterwegs waren, als ich mit ihr gesprochen hatte, wo sie so skeptisch war, ob sie jetzt zu mir kommt oder nicht, ob sie investiert oder nicht, weil sie vorher schon bei vielen Trainern und Coaches war und das hat nicht so gefruchtet, wie sie das wollte. Genau, in Karlsruhe waren wir unterwegs. Und sie jetzt nach so kurzer Zeit, nach 2 Monaten, solche Quantensprünge in ihrem Leben gemacht hat. Und ich habe am Mittwochabend noch zu ihr gesagt, es wäre so schön, wenn ich jetzt von dir ein Vorher-Nachher-Bild hätte. Deine Ausstrahlung hier vor dem Computer, vor dem Bildschirm, wenn ich dich sehe, wie glücklich du jetzt ausschaust, wie befreit du dich fühlst. Und sie freut sich jetzt so sehr auf die weiteren Schritte, die wir ja noch gemeinsam gehen. Das ist ja jetzt erst der Anfang. Sie hat jetzt gerade mal in der kurzen Zeit ihren Seelenplan entdeckt und geht jetzt weitere Schritte mit mir gemeinsam. Und sie weiß noch nicht genau, wie es weitergeht. Ich weiß das, aber sie weiß genau, dass noch mehr Großartiges auf sie wartet. Und das ist das, was so mein Herz erfüllt. Für meinen Seelenplan, für mein Herz, neben dem, dass ich jetzt hier auch diese wunderbaren Tage mit der Familie gemeinsam verbringen kann und ich mich auch noch ganz diebisch freue auf die Überraschung, die ich für die Familie jetzt vorbereitet habe, noch für Samstagabend. Genau, und meine Liebe, ich glaube an dich, ich weiß, auch in dir steckt ein einzigartiges Potenzial, eine einzigartige Gabe. Auch du
trägst etwas in dir nach dem Tenor, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt. Und deshalb möchte ich dich heute zum Abschluss der Seelenfreude-Challenge hier auch nochmal ermutigen, auch deine Einzigartigkeit zu entdecken und dir dein Leben nach deinem Herzen zu erschaffen, so wie es einfach zu dir passt. Und jetzt ziehe ich mir nochmal die Brille an, damit ich hier sehe, was er mir schon reingeschrieben hat. Hilke fragt, ob ich heute Geburtstag habe oder morgen. Was haben wir denn heute für einen Tag? Heute ist Freitag, gell? Ich habe morgen Geburtstag, aber letzten Endes. Ich sehe jeden Tag als Geburtstag inzwischen an. Weil ich jeden Morgen inzwischen, und auch das kannst du, Hilke, du machst das ja auch schon zum Teil, du bist ja auch eine Akademikerin. Jeder, der hier in der Gruppe ist, weil du auf der Suche bist, auch du kannst das erreichen, dass du morgens aufwachst und du jeden Tag als Geburtstag ansiehst, weil du dich wie neugeboren fühlst, weil du dich auf den neuen Tag freust, wie du dich früher als kleines Kind gefreut hast. Was gibt es heute alles für mich zu entdecken? Wo kann ich für andere Menschen heute ein Beitrag sein? Wo sind andere Menschen für mich heute ein Beitrag? Denn nicht nur ich bin ja für dich hier in der Gruppe, aber auch für die Akademikerinnen ein Beitrag, für die Balinesinnen und Balinesen. Ich bin ja jetzt auch gerade in der Planung, nochmal das nächste Bali-Retreat nächstes Jahr vorzubereiten, ein Beitrag, sondern ihr seid ja alle auch ein Beitrag für mich, denn das erfreut ja einfach mein Herz, das ist mein Beitrag, das ist dein Beitrag für mich. Wenn ich sehe, wie du dich hier entwickelst, wie du auf deinen Weg gehst, wie ich dir dabei helfen kann. Ja? Und deshalb ist jeder Tag für mich eigentlich ein Geburtstag. Okay? Liebe Silvia, sehr, sehr gerne. Schön, dass du dabei warst. Hilke schreibt noch, guten Morgen, ihr Lieben, an diesem letzten schönen Maitag. Was für ein wundervoller Mai. Wirklich voller Wunder, genau. Danke dir, liebe Irmgard, für diese großartige Challenge. Ich bin mit meiner Traurigkeit. Ich kann es jetzt leider weiter nicht lesen hier auf dem Smartphone, muss ich nachher auf dem Computer gucken. Oh, jetzt kann ich auch gar nicht mehr zurückblättern, wer da noch was geschrieben hat. Sorry, muss ich nachher gucken. Okay, ja, ich dachte, ich kann auf deine Kommentare noch eingehen. Dann müssen wir es hierbei belassen, muss ich nachher am Computer einfach schauen. Also, abschließende Ermutigung noch. Was für mich möglich ist, ist definitiv auch für dich möglich. Und bitte, ich begleite dich auch gerne hier außerhalb der Akademie. In der Akademie bekommst du natürlich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, ganz individuell auf dich abgestimmt, dass wir in deinem Tempo die Schritte gehen können, dass du innerhalb kürzester Zeit deinen Seelenplan entdeckst und ihn lebst und dich von diesem ganzen Kram im Kopf deiner ganzen bisherigen Denkweise befreit. Wir gehen auch da systemisch vor und lösen da die ganzen Dinge in deinem Kopf, die dich bis zu deinem bisherigen Leben gebracht haben, dass du durchstarten kannst in dein neues Leben. Aber ich begleite dich auch gerne hier in der Gruppe weiter, wenn du jetzt noch nicht zu 100% dich committen möchtest, in kurzer Zeit deinen Seelenplan zu entdecken. Ich habe bei mir früher immer gesagt, wenn ich noch nicht so bereit war, meine Seele hat noch nicht genug gefroren. Also wenn du von einer Skala von 0 bis 10 noch nicht bei 10 angelangt bist, dass du lieber weiterhin noch Schleifen drehen möchtest, dann helfe ich dir auch gerne hier in der Gruppe noch weiter und schreib mir doch gerne dann auch mal, was noch die Dinge sind, wo ich dir hier noch ein Beitrag sein kann in der Gruppe. Dass ich da in weiteren Livestreams, ich meine die Challenge hier, jeden Morgen 7.15 Uhr mit kleinen Ausnahmen, die endet ja heute, aber dass ich hier in der Gruppe dann weiter auch auf dich eingehen kann und dir deine Fragen beantworten kann im Rahmen diesen kostenfreien Coachings. Das mache ich sehr, sehr gerne. Ich bin sehr gerne für dich da. Und ich meine das auch jetzt nicht bewertend, wenn du weiter noch Schleifen drehen möchtest und dir hier Inspiration holen möchtest, sehr gerne. Wenn du aber sagst, nee, ich bin's leid, meine Seele hat jetzt genug gefroren,
ich will es jetzt anpacken, dann schreib mir gerne auch eine persönliche Mail und dann schauen wir einfach in einem persönlichen Gespräch, vertraulich unter vier Augen, was genau ich da für dich tun kann, welche Möglichkeiten du hast und ja, wie deine Abkürzung einfach sein kann, dass du in einem Zeitrahmen von maximal einem Jahr auch in deinem Traumleben mit dir selbst, mit deiner Familie, mit deinen Lieben oder auch alleine da ankommst, wo du wirklich hin möchtest und deinen Seelenplan voll und ganz lebst und auch jeden Tag auf ein neues als ein Geburtstag ansehen kannst. Okay? Ganz liebe Umarmung an dich. Danke für dein Dabeisein hier bei der Challenge und ich freue mich auf die weiteren Begegnungen mit dir. Wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Bis dahin. Tschüss.